Für das Schlagerspiel der ersten Runde haben wir uns für die Partie FC Liefering gegen SC Bregenz entschieden. Regionalliga TV präsentiert Ihnen diese Partie erstmals aus der Bullenarena, da in der Fußballakademie Salzburg derzeit Umbauarbeiten durchgeführt werden. Unterschiedlicher hätten die Ausgangssituationen vor diesem Spiel gar nicht sein können. Die Lieferinger mit einer perfekten Vorbereitung mit zwei Trainingslagern und die Bregenzer doch mit dem ein oder anderen Problemchen in der Wintervorbereitung. Die beiden Mannschaften kommen aufs Feld. Die Hausherren in Weiß-Rot und die Gäste aus Bregenz ganz in Schwarz. Und die Vorarlberger haben dann auch den Anstoß im ersten Spielabschnitt. Hier läuft der Ball noch gut durch die eigenen Reihen, aber in weiterer Folge sollten erwartungsgemäß die Salzburger hier den Ton angeben. Erstmals wird hier die Gefährlichkeit angedeutet, doch Mario Konrad kommt nicht mehr an den Ball, kann gerade noch gestoppt werden. Nächste Möglichkeit durch einen Freistoß von der rechten Seite. Der wird zu kurz geklärt. Da gibt somit die Möglichkeit einer neuerlichen Flanke in den Strafraum. Dort steht Josip Koric, der zieht ab und Glanzparade von Benedikt Sima, der junge Keeper der Gäste, sollte noch des Öfteren im Mittelpunkt dieser Partie stehen, wie auch hier bei diesem Kopfball von Mario Konrad, glänzend abgewehrt vom jungen Keeper. Dann auf der anderen Seite eine Möglichkeit durch einen Freistoß. Und dann gibt es das Foul im Strafraum von Mario Konrad an Dobtumann. Der sieht dafür die gelbe Karte und der Schiedsrichter zeigt sofort auf den Punkt. Sidineide Oliveira übernimmt die Verantwortung und bringt den SC Bregenz hier und lässt sich dafür natürlich auch dementsprechend von seinen Mannschaftskollegen feiern. Doch die Freude bei den Vorarlbergern sollte nicht lange anhalten, denn da ist es Mario Konrad, der hier den verdienten 1:1 Ausgleich für den FC Liefering erzielt. In der 31. Spielminute keine Abwehrmöglichkeit für den Schlussmann der Gäste. Und mit dem 1:1 geht es dann auch in die Kabinen zum Pausen-D. Wir sehen hier schon die Lieferinger für den zweiten Spielabschnitt. Kommen sie zurück aufs Feld. Die Gäste aus Bregenz lassen sich noch etwas Zeit, während wir hier durch die leere Bullenarena schwenken. Ja, wo in der Bundesliga ungefähr 10.000 Zuschauer im Schnitt ins Stadion kommen, sind es hier in der Regionalliga West nur 120. Das wird sich spätestens am 1. Mai, wenn es zum Gipfel gegen Austria Salzburg kommt, hoffentlich ändern. Und gleich die erste Möglichkeit für die Hausherren. Flanke kommt von der linken Seite in den Strafraum, kann aber geklärt werden. Weiterhin geben hier die Lieferinger den Ton an über René Aufhauser. Der spielt auf die rechte Seite. Ihr schönes Dribbling, dann das Foulspiel, somit zurecht die nächste Freistoßmöglichkeit. Ball kommt in den Strafraum und da ist es André Ramalho mit dem Kopf. Der Neuzugang bringt hier den Herbstmeister in Führung in der 53. Spielminute und wird hier von seinen Mitspielern beglückwünscht. Nächste Szene, wieder ein Angriff der Salzburger, wird hier abgefangen und jetzt geht schnell bei den Vorarlbergern über die zentrale Position, wird auf die linke Seite gespielt, dann ein langer, weiter Ball in Richtung des Strafraums, Fehler hier in der Abwehr und Nutznießer ist wiederum Sidineide Oliveira, der erzielt hier den überraschenden Ausgleich und lässt sich zum zweiten Mal an diesem Nachmittag von seinen Mannschaftskollegen feiern, nur kurz nach dem 2:1 Führungstreffer, also wieder der Ausgleich, die Partie ist wieder spannend und das sollte sie auch bis zur Schlussphase werden. Denn ab sofort entwickelte sich ein Duell sozusagen zwischen dem FC Liefering und Bregenz Schlussmann Benedikt Sima. Ein ums andere Mal konnte er seine Mannschaft vor einem Rückstand bewahren, hier musste er nicht eingreifen.
Der Aschauer, diese Riesenmöglichkeit ausließ, kann es selbst kaum fassen. Nächste Angriffe rollen in Richtung Bregenzer Tor. Immer wieder mit Flanken in den Strafraum. Der nächste Schuss und wieder ist es Siemer. Wirklich eine Glanzleistung am heutigen Nachmittag vom jungen Schlussmann der Bregenzer. Mit Sicherheit der beste Mann am Feld. Die nächste Möglichkeit für die Lieferinger, die geben hier nicht auf, wollen natürlich den Sieg, wissen wohl auch um den 3:0 Zwischenstand von Austria Salzburg in Altach. Man droht zwar nicht die Tabellenführung zu verlieren, aber die Kontrahenten aus der Mozartstadt könnten zumindest punktemäßig aufschließen. Und hier die nächste Möglichkeit ist vorbei und wir befinden uns bereits in der Nachspielzeit. Alles rechnet schon mit einem 2:2 Unentschieden. Die mitgereisten Anhänger der Bregenzer feiern schon ihre Mannschaft, aber dann passiert es doch noch. Schrott mit einem langen Ball in den Strafraum, der landet dann irgendwie bei Andreas Bammer und da ist das 3:2 in der 92. Spielminute, quasi mit dem Schlusspfiff, gewinnen hier die Lieferinger doch noch gegen den SC Bregenz. Etwas glücklich am Ende, aber aufgrund des Spielverlaufs mit Sicherheit nicht unverdient. Und hier sehen wir Liefering-Coach Peter Zeidler jubelnd, freut sich natürlich über diesen späten Siegtreffer, denn da ist auch schon der Schlusspfiff. Ja, die Bregenzer können ihr Pech hier kaum fassen. Lange haben sie mitgehalten, 92 Minuten dem Gegner einen offenen Kampf geboten und am Ende stehen sie doch mit leeren Händen da. Der Herbstmeister Liefering gewinnt hier gegen den SC Bregenz mit 3:2.